Ah, warte mal, muss man das austauschen? Das wär's. Oh, das muss man austauschen. Ich hab jetzt gerade die Haare geschmiert, das war jetzt einfach fucking unpraktisch. Upsi. Hallo, ihr Süßen, willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein Shopping-Blog und das finde ich ziemlich gut. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe das aber noch nicht so oft gesehen und ich dachte, das wäre einfach cool. Deswegen gehen wir heute zusammen shoppen und zwar in Phuket. Das ist so die nächstgelegene größere Stadt hier, von da, wo wir sind. Und ja, die haben da irgendwie das Einkaufscenter erneuert oder so. Wir waren ja vor 3 und vor 5 Jahren schon mal hier. Aber das ist irgendwie neu gemacht sein. Und da gehen wir uns jetzt mal anschauen. So, wir sind jetzt, ich hoffe man hört mich, wir sind jetzt im ersten Teil des Shopping Centers. Das ist riesig, das ist das Neugebaute. Das ist cool, das ist überall mit so Pflanzen und so. Ja Leute, hier sind einfach so Spieldinger. Und ja, ich bin mal gespannt. Hier ist auch ein Playboy Store. Das ist auf jeden Fall riesengroß. Und ich habe richtig Bock auf nice Food Spots. Ich glaube, hier gibt es richtig cooles Essen. Die Musik ist sehr laut, aber wir sind jetzt im Favorite Store already. Wir sind gerade im Sephora. Und ich werde 15 Euro. Ich habe überlegt, mir, wartet, ich drücke mal um. Ich bin gerade bei Living Crew. Und es gibt doch dieses, ich finde es gerade nicht, aber dieses übelst krasse Rice Shampoo hier. Ich muss auf jeden Fall immer die Preise umrechnen. Und ich brauche mein Handy zum Umrechnen, weil ich bin lost. Das ist so 30 Euro. Wenn wir ehrlich sind, ist 31 Euro schon fett für ein Dry Shampoo. Das ist, by the way, so eine geile Serie von Ole Henriksen, diese Vitamin C Serie. Ich würde übelst gerne dieses Serum mal ausprobieren. Stell ich mal ins Regal. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Aber ich muss sagen, ich mag das hier, dieses Banana Bright Serum, viel lieber. Das ist sehr nice. Es gibt auch einen Primer. Die Serie hat mich ja so übelst gecatcht. Wieder bei Hair Care gerade. Es gibt hier Bio Geo und diese Don't Despair Repairer ist bei uns überall ausverkauft. Und jetzt ist aber gerade die Question, was ich davon kaufe. Also es ist halt a lot. Also es gibt halt einmal diese Haarmaske, die ist hier auch anscheinend ausverkauft. Dann gibt es halt das Shampoo. Also bleibt wahrscheinlich nur dieses Rice Water Protein Treatment. Das ist ein bisschen eingetrocknet schon. Ah, warte mal, muss man das austauschen? Das wär's. Oh, das muss man auswaschen. Ich hab jetzt gerade die Haare geschmiert, das war jetzt einfach fucking unpraktisch. Upsi. Auf jeden Fall mitgenommen wird meine favorite Lippenmaske nochmal, weil die ist halt Game Changer. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade einfach super gut gefunden. Wenn ihr es super gut kennt, ich bin so excited. Es gibt halt diesen Glow Screen. Und man kann den in Deutschland nicht kaufen. Den muss ich halt mitnehmen. Oh Leute, ich habe hier gerade noch so ein Set gefunden, wo so die Everyday Essentials drin sind. Jetzt überlege ich, ob ich statt dem Glowscreen vielleicht das mitnehme, weil der ist da auch drin, ne? Und so könnte ich halt mehrere Produkte testen. Andererseits kann man es halt auch in Deutschland nicht kaufen, dann hätte ich halt vielleicht lieber ein Full-Size-Produkt, ist halt so die Sache. Okay, dann gibt es hier diese super crazy Lip Phantoms. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von TikTok, aber die sind auch crazily nice. Ich glaube, ich gehe crazy. Ich teste mein Körbchen hier. Wir sind noch nicht ganz super durchgedreht, aber ich stehe gerade bei Patrick Tarr. Und ich glaube, Patrick Tarr kann man in Deutschland gut kaufen. Ich hoffe mir, dass ich jetzt hier nicht zu viel finde, weil dann ich muss ich nämlich leider ja auch noch bezahlen. Das ist das, wie geht es auf das Safe Augenbrauen? Ich verstehe. Ah, das ist dieses Brow Wag. Das ist auch sehr toll. Oh, ich habe das so oft auch bei amerikanischen YouTubern gesehen. Oh, ist gerade hart. Nehmen wir das mit? Oh, Cream Bronzer. Cream Bronzer hasst du mich ja leider auch immer, aber ich habe actually schon einen. Oder? Ja, es gab nämlich Happy Soul Rare Beauty wieder und das ist bei uns immer ausverkauft. Obwohl die auch sehr manufaktiert sind hier, diese. Boah, die sind auch richtig, richtig pretty. Schaut mal. Die sehen so natural aus. Nein. Nein, behalten die Kontrolle.
Wir behalten die Kontrolle. Ich hätte so Bock, es gibt doch diesen Ilia Skin Tint. Ich hatte so Hoffnung, dass es den hier gibt. Aber anscheinend wird in Thailand auch kein Ilia Skin Tint verkauft. Was mich sehr traurig macht. Ja. Ich glaube, ich bin durch hier soweit. Sephora erfolgreich überstanden. Haul gibt es, by the way, denke ich mal am Ende des Videos. Und jetzt haben wir uns bei Starbucks hingesetzt. Dann gibt es erstmal einen Coffee. Wir waren jetzt gerade im Bath & Body Works, aber das ist alles bodenlos viel teurer da, als wenn man es woanders kauft. In Amerika oder in Amsterdam war ich neulich, da war es viel günstiger. Und jetzt sind wir bei Victoria's Secret. So, nächste Investition getätigt. Und jetzt sind wir bei Auntie Anne's. Und jetzt gibt es so Pretzels mit Zimt und Zucker. Wir taste testen eine Croffle, aber karamellisiert. Wow. Mhm, thank you. Ich habe mir jetzt einen Saft bestellt. Ich bin mal gespannt. Das ist so ein Immunsaft mit Wassermelone, Orange, Erdbeeren und Eis. Und Immunbooster, keine Ahnung, was das ist. Das hört sich sehr delicious an. Okay, Juice Try. Und ich habe meine Eltern verloren. Ach, hier. Schmeckt eigentlich nur nach Wassermelone, aber ist lecker. Wir sind mittlerweile in der dritten Etage angekommen und es hat sich herausgestellt, es ist doch das alte Shopping Center. Wir gehen jetzt gleich erst ins neue. Und da ganz am hinten am Gang, ist einfach ein Kino und das ist so riesengroß, das ist übelst fancy, aber da läuft halt nur Filme auf thailändisch. Wir sind gerade am Übergang in das zweite Haus. Schaut mal, so pretty. Kleines Zwischenupdate. Wir waren jetzt in so Louis Vuitton, so drin haben wir auch nichts gekauft. I don't know, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie was essen oder was trinken, eine Kleinigkeit. Ja, wir haben auch nichts weiter gekauft erstmal. Ja, bin mal gespannt, ob ich noch was finde. Wir wollen auf jeden Fall nachher nochmal zu Victoria's Secret, weil wir hatten ein Parfüm und es hat so gut gerochen, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir sind jetzt gerade im Mango und ich habe diese mega geile Tasche gefunden. Sale, ich hasse es, wenn es Sale gibt, ich finde es ganz schlimm. Also an sich natürlich nice, wäre günstiger. Aber andererseits, es ist halt immer so möglich und irgendwie alles hat gar keinen Sinn mehr. Niemand kümmert sich darum. Also Fazit, wir waren jetzt nochmal bei Victoria's Secret. Und wir haben so richtig hübsche, pinke Beute geschenkt gekriegt. Die findet meine Mama total super. Findet sie ganz, ganz toll. Okay, wir haben jetzt so Toro Fries, heißt das. Und es ist so übelst lange Pommes. Aber es ist so, oh mein Gott, es ist so heiß. Aua. Schmeckt eigentlich nur lange Pommes, ne? Schmecken die nach Pommes. So, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass das Essen im Hotel wirklich gar nicht geil ist. Deswegen sind wir jetzt gerade einkaufen. Und ich habe so ein bisschen Ramen und so gekauft, was ich mir da machen kann, weil ich mit dem Essen halt gar nicht klarkomme. Ich habe jetzt die ersten 5 Tage jeden Tag zum Mittag und zum Abendbrot das gleiche gegessen und ich habe wirklich langsam keinen Bock mehr. Deswegen sind wir jetzt einkaufen und dann gibt es ein paar Snacks und so. Wir sitzen jetzt vor dem Zentral. Wir konnten jede Menge shoppen und ich habe mir jetzt noch ein Bubble Tea geholt, so eine Soda mit ganz normaler Tapioca und so ein übelst leckeres Zeug, das sieht richtig gut aus. Und jetzt heißt es wieder 2 Stunden zurück zum Hotel fahren. Ich bin back in meinem Hotelzimmer. Und ich gebe euch jetzt ein Haul, was wir gekauft haben. Auch das Essen, weil ich finde das auch immer interesting, weil ich meine, wir sind hier voll woanders und es gibt voll viele different Lebensmittel hier. Deswegen. I'll show you. Wir fangen damit jetzt an. Ja. Wir haben Moskitospray. Weil wir wollen nicht zerstochen werden. Und wir hatten das in so klein, das war jetzt nach einem Tag leer. Deswegen haben wir jetzt so XXL Moskitospray für die Räume. Ja, muss man glaube ich nicht so viel zu sagen. Dann, ich komme hier nie auf mein Protein und ich bin wirklich am Durchdrehen. Deswegen haben wir High Protein Stuff. Und zwar zweimal das hier. Und ich bin bis jetzt noch nicht sicher, ob das laktosefrei ist oder nicht. Das Problem ist, ich stand in der laktosefreien Abteilung. Ich stehe hier halt nur einfach nicht drauf. Also keine Ahnung, ich habe Schoko geholt, weil Schoko ist eigentlich immer am besten. Ich finde, damit kann man nicht so viel falsch machen. Und dann haben wir das hier. Ist auch noch so eine Schoko-Protein-Milch. Kann ich leider nicht lesen, was da drauf steht. Außer High Protein und 28 Gramm. Stand bei der Sojamilch. Ah, hier. Und
Nee. Keine Ahnung. Ich kann nichts lesen, wie gesagt. Das fand ich voll cool. Das kann ich also von so amerikanischen YouTuberin. Und zwar diesen Chobani-Joghurt. Ja. Einmal so in normal griechischer Joghurt, weil eigentlich mag ich keinen Früchte-Joghurt. Ich habe aber auch noch Erdbeer und Passionsfrucht gekauft. Dann habe ich noch einen Bottich griechischen Joghurt gekauft. Und dann habe ich noch 3 Proteinriegel gekauft. Von Quest sind die. Das ist einmal Chocolate Chip Cookie, Chocolate Brownie und Cookies and Cream. Dann haben wir so Walnüsse mit Sesam gekauft und Honig. Es gibt voll viel so Nüsse mit Honig hier, das ist super lecker. Und dann eigentlich pretty basic Coke Zero für meine Mom und normale Cola für mich, weil, sorry, ein Coke Zero eklig. Hier sind nämlich die ganzen Snacks und Nudeln. Und zwar diese Ramen, die habe ich gerade für 20 Euro auf Amazon nach Deutschland bestellt. Die haben sie 5 Euro gekostet. Das sind jetzt, ist halt so ein 5er-Pack. Und das sind super spicy Ramen. Und die sind sehr, sehr delicious. Das heißt, die werde ich jetzt hier immer schön snacken. Die sind zwar sehr, sehr scharf, aber die sind really good. Dann die hier, die sind unnormal lecker. Das sind Cashews mit Honig. Und dann habe ich nochmal Protein Bars. Dark Chocolate sieht eigentlich aus wie so ein Corny, halt nur Protein. Pocky, weiß ich nicht, ob ihr es kennt, ist wie Mikado, nur mit Erdbeere. Ich habe halt irgendwie Angst zu sterben, ich weiß nicht warum. Ich will die Menschen mehr manchmal wollen. Irgendwie kriege ich leicht so ein beunruhigendes Gefühl gerade. Kennt ihr das? Und dann haben wir, die esse ich in Deutschland immer. Ich wollte unbedingt Takis oder Cheetos, die gibt es hier anscheinend auch nicht. Lieber mit Takis und Cheetos, aber ist egal, ich habe jetzt so scharfe Chips gekauft. Boah, die sind geil. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich nur eine Tüte gekauft habe. Ich habe als erstes dieses Victoria's Secret Cheese Parfüm gekauft. In Candy nur. Und es riecht so gut. Es ist unnormal krass. Dann, ich brauche unbedingt Trockenshampoo, weil ich wasche meine Haare in alle 7 bis 10 Tage. Und dann brauche ich zwischendurch einfach noch so ein kleines Fresh Up. Und ich hatte mal vergessen, welches mitzunehmen. Jetzt habe ich von Soap & Glory das The Rush Shower Secret Sensational Dry Shampoo gekauft. Hat gut gerochen. Und es gab so eine Mini-Vaseline für die Lippen. Das wird absolut in meiner Tasche landen. Hat allerdings 5 Euro gekostet, finde ich ein bisschen fett. Aber reden wir nicht drüber. Obwohl nicht ganz 5 Euro, es waren ja so 3 Euro. Und dann habe ich diese super nice Tasche gekauft. Ich finde die richtig, richtig schön. Die hält hier so Gold. Wir kommen zu Sephora. Ich habe, das habe ich dir im Land schon gezeigt, meine Laneige Lip Sleeping Maske. Wenn ich keine Vaseline nachts benutze, benutze ich die. Das hat meine Lippen auf allen Ebenen gesaved. Meine Lippen haben früher immer gebludelt. Sie waren richtig wasted, wenn ihr kaputte Lippen habt. Laneige Lip Sleeping Mask Dings. Dann habe ich den Rare Beauty Rosin Stick gekauft. Und wenn ich euch sage, dass ich den schon so lange haben möchte, ich suche den ewig gefühlt, seit die rausgekommen sind. Und zwar die Farbe Happy Soul ist wirklich überall auf diesem Planeten gefühlt ausverkauft. Hier habe ich sie gekriegt. Ich war sehr glücklich. Genauso ein Produkt ist dieser Hourglass Phantom Lip Gloss Whatever in der Farbe 115 Mist. Habe ich auch irgendwo gekriegt. Vielleicht gibt es sie mittlerweile auch wieder. Ich gebe irgendwann auf zu suchen und dann kann auch sein, dass sie wieder in Stock sind. Ist auf jeden Fall richtig pretty. Habe ich vorhin schon ausprobiert. Unnormal schön. Ich kann so, also der soll so plumping sein. Kann ich normalerweise gar nicht ab. Also meine Lippen trocknen mir hier außenrum geisteskrank ab und ich kriege übelst hier allergische Reaktion. Hatte ich jetzt bei dem nicht. Der ist auch nur so ganz leicht prickeln. Ja. Dann habe ich ja dieses Supergoop Set gekauft. Ich dachte, ich zeige euch mal, was da drin ist. Es hat sich nämlich im Nachhinein schon sehr viel mehr gelohnt als das andere. Deswegen ja. Also ihr habt einmal dieses Face Mist, Supergoop Resetting Refreshing Mist, aber halt mit dem SPF von 40. Das heißt, ihr könnt es einfach in eine Tasche schmeißen, zwischendurch drauf sprühen und dann ist euer Sunscreen wieder refreshed. Und das soll auch keinen weißen Film oder so hinterlassen. Dann haben wir das Supergoop Play Everyday Lotion with Sunflower Extract, aber es hat einfach nur Lichtschutzfaktor 50. Ich werde das nur als Sonnenschutz benutzen. Ja, dann ist eine kleine Größe von dem Glow Screen drin. Das sind SPF 40. Und dann haben wir Every Single Face. Ist eigentlich auch nochmal einfach eine Lotion mit einem SPF von 50. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Angst vor den ganzen Pädophilen. Ich habe schon sehr viele alte Männer in meinen DMs und ich finde es wirklich eklig. Ich habe auch angefangen, die alle zu blockieren. Früher habe ich einfach gedacht, wenn ich sie nicht abhole, gehen die schon weg. Sie gehen nicht weg. Sie bleiben dort, sie sind penetrant. Deswegen fühle ich mich ein bisschen unwohl zu zeigen, was ich bei Victoria's Secret gekauft habe. Auch wenn unter meinen Girls das alles cool wäre. Ich hätte mit euch gar keinen Stress. Aber hier sind noch zu viele Männer und das finde ich eklig. Also, wenn du männlich bist und eklig bist, dann geh bitte. Danke. Und das war mein Haul.
Und das war auch mein Video. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es zu kurz wird, aber da ich gerade so viel gelabert habe, glaube ich, passt das. Ihr habt sowieso keine lange auf, bisschen entspannt, das tut nicht so. Wenn ihr schon abgeschaltet habt, bin ich sauer. Dann seht ihr das aber auch nicht, also bringt es euch nichts. Ja. Ich werde jetzt weiter meinen super cool scharfen Chips essen. Und dann werde ich noch Grace natürlich schauen, dann werde ich schlafen gehen. Ich habe euch lieb, meine Herzies. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das schaut. Drückt mir gerne, like das Video und schreibt Kommentare. Schreibt coole Kommentare. Meine Videos haben super wenig Kommentare, das finde ich sehr traurig. Also schreibt coole Kommentare. Guti, ich habe euch lieb.